nein. Hast du es gelesen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, es geht los. Cool, danke. Wie geil. Ich, wow. Wie geil. Cool. Was ist das? Oh, das ist ein. Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Mal wieder mit meiner Schwester. Lena. Darf ich? Darf ich? Lena, hi. Leni. Leni. Ich darf das nicht mehr machen, du bist zu alt dafür. Nein, ist okay. Kann man auch so machen. Heute sitzen wir hier zusammen. Wir machen mal wieder eine Challenge. Lange, lange ist es her, dass wir eine gemacht haben. Ich glaube, die letzte war, als du kaufen konntest, was du willst. Oh nein! Alter, du hast jetzt mehr Drip im Kleiderschrank, als ich jemals haben werde. Also wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal so ein Video machen, dann gebt dem Video ein Like und schreibt es in die Kommentare. Aber bitte über ihren Konto, ja? Nein. Also sie bestellt mir alles, was ich will. Alles klar, dann machen wir Schnickschnack. Ja, wir machen das. Wir machen Schnickschnack-Schnuck. Ja, okay. Nein. Wenn ihr dafür seid, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Doch nicht, weil das war ganz die Idee. Auf jeden Fall ist dieses Video in Kooperation mit Otto. Und zwar haben wir 5 Tasks bekommen. Die 5 Otto-Tasks. Und zwar heißen sie... Passend zur Jahreszeit. Entspannung im Alltag. Etwas, das ich schon immer mit dir machen wollte. Unverzichtbare Gadgets. Und etwas, das mich an dich erinnert. Das sind die 5 Otto-Tasks. Und wir waren fleißig shoppen bei Otto. Und haben jeweils eine Sache zu den Tasks. Oder zu der passenden Kategorie ausgesucht und gekauft. Und ja, Mann. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch richtig gespannt. Ich glaube, dass... Also ich habe da schon 1-2 lustige Sachen für dich. Ich bin sehr gespannt, was du für mich hast, wie gut du mich kennst. Oder was wir dabei gedacht haben, ja? Ja, genau. Sollen wir, also lass mal Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfängt. Wer darf da entscheiden, wer anfängt, die Person, die gewinnt? Ja. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Okay, ich fange an. Okay, dann du zuerst was. Ich soll dir zuerst was geben. Ich gebe dir zuerst was. Okay. Okay, die erste Kategorie ist passend zur Jahreszeit. Deswegen wollen wir einmal Augen zu machen. Oh Gott. Ich hab das kurz. Ist ja wie Weihnachten. Ich schwöre. Okay, es ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich höre das. Ey. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Okay, warte. Ich sag 3, 2, 1, mach die Augen auf, okay? Okay. 3, 2, 1. Oh. Oh nein. Eine Wärmedecke. Aber süß. Aber lustig ist, dass sie bei mir geschlafen hat, die Nacht. Ich habe hier geschlafen, da habe ich gesehen, dass sie schon eine hat. Nee, sie so, Tagi, was ist das, womit du dich gerade zugedeckt hast? Und ich gucke sie so an, ich so, eine Wärmedecke, warum? Die so, Und ich so, hä, warum? Ich so, hä, sag doch. Und ich glaube, sie wollte sich nicht verraten. Aber jetzt habe ich noch eine, voll cool. Ja, nee, jetzt will ich auch eine haben. Nehmt einfach nie mit. Nö. Doch, ich will auch eine. Nein. Aber ey, das ist schon voll passend zur Kategorie, oder? Ja, die ist schon sehr geil. Voll cool, danke schön. So, dann kommt jetzt mein kleines Präsent für dich. Ich bin voll aufgeregt. Ich hasse es, Geschenke zu bekommen. Wie? Also, ich mag das schon, aber ich will es so ein bisschen unangenehm. Okay, ab heute jetzt keine Geschenke mehr zu Weihnachten und Geburtstag. Okay, passend zur Jahreszeit. Close your eyes, please. Leute, ich bin einfach voll aufgeregt irgendwie. And here's your present for passend zur Jahreszeit. Here you are. You can open your eyes. What is that? Hä? Ich muss das raten. Ich muss das raten. Bed Surrogate Cozy, eine Decke. Und eine Wärmedecke? Nee, keine Wärmedecke, aber also, sie wärmt. Ist es so eine Weight-Decke? Es ist so eine Decke, die du dir mal gewünscht hast, weil du gesagt hast, oh, deine Decke ist immer so schön zu Hause, wie im Hotel. Und jetzt hast du auch eine. Danke. Du machst das auch? Mit deinen Nägeln gar nicht. Ah. Ist sehr. Ja. Willst du es aufmachen? Anfassen und fühlen. Dann war Dagi im Gästebett damals, war es mal wie im Hotel. Und jetzt auch in ihrem Bett auch. Ja. Ja, so eine softe Decke, aber die ist ein bisschen dünn, eher so für den Sommer. Nein, du musst sie aufshaken. Echt? Ja, klar. Ach so. Und dann wird sie richtig... Okay, das mache ich jetzt aber nicht. Doch, das machst du jetzt. Jetzt? Ja, natürlich. Ich muss doch sagen, wie die aussieht. Und die ist ja toll. Aber die ist schon sehr cozy. Cool, danke. Bitteschön.
Okay, next round. Mhm. Was ist das nächste? Mhm. Entspannung. Oh. Das hast du bereits gesehen! Nein! Hast du es gelesen? Ja, ich glaube, das ist so! Was, habe ich ein Wort schon gesehen? Lena! Nur ein Wort! Entspannung im Alltag. Okay, Augen zu. Oh, ich hätte die Liste nicht aufmachen sollen. Wieder eine Kiste. Hallo. Ja, ich höre das doch. Okay, Augen auf. Hä? Was ist das? Shiatsu 3D Routing. Ach du Scheiße. Ist das so ein Ding, was man so im Nacken macht? Oh mein Gott. Ey, du meinst eben, ich brauche so eine Massage. Ja, stimmt. Das ist ein Massagegerät, Leute. Wie witzig ist das denn? Was kommst du? Was ist das denn? Also das ist sowas, was ich mir halt niemals geholt hätte. Das ist schon nice. Der Welt. Und dann, ich glaube, es erwärmt sich sogar, oder? Und dann macht man, glaube ich, so. Und dann muss man die Arme reintun, ne? Oh mein Gott, es geht los! Dafür erschrecke ich nicht so. Guck mal, das ist so. Wie man das ist, so rot. Ja, ich glaube, ich kann auch Wärme einstellen, glaube ich. Warte. Oh, ich glaube, damit machst du halt. Oh, das ist. Okay, das ist schon nice. Mmh. Wird's warm? Weiß ich nicht. Ich merke auf jeden Fall. Oh! Das ist schon krass. Aber ist gut? Weil du ziehst es halt da. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, weißt du, wen das richtig geil ist? Vor Eugen. Oh, das ist richtig. Au! Aber gut, aber au! Gibt es irgendeine Bedienungsanleitung, dass man so sehen kann, was man so einstellen kann? Aber das kommt so unerwartet. Diese Kugeln kommen auf einmal so. Mach auch mal. Tu mal die Arme rein. Ich glaube, mit Druck fängt es an. Ah. Nee, ich glaube, du musst das hier an den. Nein, du musst das an den. Hier dran machen. Also. Damit runterziehen. Ah, ja, okay. Schon ein bisschen weh. Aber ist cool. Ist gut. Oh, für Mama ist es auch cool. Ah, ist das schon. Ah, doch. Das ist hart, ne? Drück mal auf den Knopf noch und mal gucken, was passiert. Ah, Wärme. Ah, war schon geil. Ah, das tut richtig weh. Au. Ey, wie lustig wäre das, damit einfach so rumzulaufen. Ja. Was geht? Aber es ist richtig cool für den Nacken. Also, ich merke jetzt schon, das ist voll die Entspannung. Geil, Mann. Ich hätte mir das nie geholt. Danke, Leni. Kein Ding. Ohne die Challenge hätte ich das nie, wirklich nie geholt. Aber echt. Nice. Entspannt, ne? Ja. Brauchst du was für den ganzen Rücken? Das wäre krass. Mm, so drauflegen. Boah, ja. Oh, das wäre. Gibst du was? Das ist bestimmt, oder? Okay, jetzt kommt mein kleines Präsent für Entspannung im Alltag. Mhm. Augen zu, bitte. Are you ready? I am ready. Are you ready? I am so ready. Please close your eyes and give me your hands. And then you can. Just feel it, what it is. Bruh. Oh, pass auf mit deinen Nägeln. Soll ich auch mal. Oh, voll weich. Was ist das? Ein Mantel, ein Malmantel. Du kannst die Augen aufmachen, ja. Cool. Weil sie mir immer meine Bademäntel klaut. Ich hab ja eingeklaut. Zu viel. Der war eigentlich für die Gäste hier bei uns zu Hause. Ich bin Gast. Ja, aber der ist bei dir zu Hause. Bringt ja nichts, wenn du bei dir zu Hause. Gastgeschenk. Oh, das ist richtig weich. Ja? Ja. Oh, geil. Nice. Mit Kapuze, ne? Mit Kapuze, wie toll. Und die Farbe ist auch schön. So ein Lila, ne? Echt cute. Nice. Also, er hat auch schon so ein bisschen Drip. Ich finde es. Davon sehe ich nicht so aus der Dusche steppen. Doch, finde ich cool, danke. Der ist sehr weich. Bademittel gehen immer. Ich liebe Bademittel einfach. Immer so auch im Hotel. Immer so Hotel-Feeling. Cool. Okay. Cool. Etwas, das ich schon immer mit dir machen wollte. Dann bin ich mal gespannt, was du schon immer mit mir machen wolltest. Okay. Augen zu. Augen sind zu. Oh Gott, was kommt denn jetzt, ey? Okay. Okay, Augen auf.
Ey Leute, kennt ihr dieses Spiel? Das heißt Pie Face. Da wird einem so Sahne irgendwann ins Gesicht geklatscht. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber das Spiel gibt es schon so lange. Ja. Hier steht da Partykracher 2016. Cool, seit 2016 gibt es das. Und ich hab's, wir haben es nie geholt und ich wollte schon immer mal spielen. Ja, das stimmt. Und das werden wir später machen. Oh. Aber ich würde es nicht jetzt machen, weil sonst unser Gesicht hat. Aber das können wir mit Nelly dann auch süß. Dann kann man so das Gesicht hier da reintun. Und dann so muss man, glaube ich, mal drehen und dann, wenn man Pech hat, fliegt der Sahne ins Gesicht. Ne? Aber das ist cool. Ich liebe Gesellschaftsspiele. Boah, das Gesellschaftsspiel ist einfach so Sahne. Das ist cute. So. Okay. Thank you. Sind wir bereit? Ja. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Becky. Nein. Oh, Diago. Nein, wie geil. Ich will mit dir ASMR machen. Wie cool, ich wollte schon immer so ein Mikro haben. Ja. Das ist auch voll cool so für Videos. Voll. Schönen guten Tag. Hallo, Junge. Das ist so lustig, so ein Interview zu machen. Hallo, meine Damen und Herren und ganz herzlich willkommen zu unserem ersten kleinen ASMR-Video. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich habe zu sagen, dass ich mich sehr freue und das Mikro jetzt aufesse. Bekomme ich aber pink? Natürlich, weil es deins ist. Danke, aber kannst du trotzdem da ablegen. Die nächste Kategorie lautet unverzichtbares Gadget. Okay. Okay? Ja. Okay. Augen zu. Okay. Mach die Augen zu und Hände auf. Und kannst dann mal versuchen zu raten, was es ist. Kann ich da reinfassen? Ja. Hä? Das ist alles? Ja. Okay, hä? Guck hin. Ich hatte ganz nichts oder nicht. Was ist das? Kannst du dir gar nichts darunter vorstellen? Ein Radiergummi. Digga, ein Radiergummi! Ein Abschminker-Radiergummi. Nee. Co-Beauty, brighten up your day. Hab ich noch nie gesehen. Digga, das wäre so ein perfektes, so, wenn ich nicht mal weiß, was das ist, wäre ein perfektes Ding irgendwie für so Männer. So, was ist das? Was ist das? Also, tust du Wasser rein, tust es in ein Gefrierfach und dann gehst du damit morgens über dein Gesicht. Ah, geil. Okay, geil. Das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ehrlich, krasse Idee. Das ist krass. Und das ist sogar ein Herzchen. Ja, auf süß. Oh. Ich glaube, da tust du es dann rein und dann tust du das drauf. Ja. Ey, cool. Richtig cool. Ich hole mir auch so eins. Ich wollte das schon immer mal haben. Kendall Jenner und so benutzen das immer. Oh, das ist cool. I like. Okay, are you ready for mine? Yes. Okay. Close your eyes, please. Okay. Deine Hände nach vorne, bitte. Kannst die Augen aufmachen. Eine Zahnbürste! Wow. Was habe ich aber auch eben gelesen auf dem Handy? Oh Mann! Eine elektrische. In Rosé-Gold. Cool, danke. Also es ist ein unverzichtbares Gadget. Ja, das stimmt. Man muss die Zähne putzen. Und der elektrische Zahnbürste ist auch eigentlich und du wichtig. Hast keine. Ja. Siehst du? Unverzichtbar. Schon pretty. Ja, die ist cute. Voll aesthetic. Echt voll schön aus. Oh. Cool. Na, Zahnbürste habe ich jetzt. Das ist echt cool. Ich muss mir auch so eine holen. Die ist hübsch. Die ist echt hübsch. Nice. Ich habe sie dir ehrlich gesagt auch geholt, weil ich sie mir auch holen würde. Das einfach. Soll ich das testen vorher? Teste sie vorher für mich. Jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Kategorie und zwar etwas, was mich an dich erinnert. Und da bin ich sehr gespannt, was du für mich hast. Wir haben auch so gesagt, etwas, was mich an dich erinnert, etwas, was ich mit dir verbinde, also ne, so ein Mischmasch. Okay, okay, alles klar. Okay, lass ihr Eis. Okay, lass ihr mal Eis. Ich glaube, das erwartest du null. Oh Gott. Da bin ich gespannt. Hä? Das ist jetzt an den Kleiderbügel. Oder mehrere. Oh, cool. Was machst du? Muss ich jetzt aufbauen oder was? Chill. Was ist das? Ey, das hört sich so komisch an, Leni. Okay, guck hin. Was machst du? Oh, ist das eine Nudelwalze? Ja, ein Pasta-Maker. Oh, cool. Wir lassen direkt erkannt. Hey, ich weiß, wie das aussieht. Oh, wie cool ist das denn? Ich wollte schon immer eine haben. Du hast doch keine. Nein.
Ey, wie cool ist das denn? Okay, Leute, ihr denkt euch jetzt, warum schenke ich Dagi das? Ich wusste nicht, dass sie das haben möchte. Nur ich war so, okay, Dagi und ich, ne, wir kochen gerne zusammen, wenn wir uns sehen. Und dann dachte ich mir, lass uns mal Nudeln selber machen. Weil das verbinde ich mit dir. Oh, das ist voll cute. Boah, das ist richtig schwer, ey. Voll. Oh, wie cool. Die sieht auch pretty aus. Man kann die auch, glaube ich, einfach so hinstellen, ne? Ja. Was ist das jetzt extra ausgepackt, damit ich erstmal sage, hä? Ja, du bist, was ist das? Sieht für mich irgendwie aus wie so ein Bürogerät. Ja, ich glaube, das allein hätte ich auch nicht erkannt, aber das daneben war ich so, okay, safe. Cool. Hm. Ja, dann, gespannt. Leni, nächste Woche Pasta, ne? Ja, wir haben eben noch so Kochvideos angeguckt, wo so eine Frau alles so from the beginning macht, also selber alles. Die hat Mozzarella selber gemacht. Und war da so, ich will das auch mal machen. Voll cool. Dankeschön. Gerne. Du musst nur Cornelio schützen, weil er würde es mich wieder runterreißen. Thank you. The last one. Yes, jetzt bin ich gespannt. Es heißt ja etwas, was mich an dich erinnert, ne? Ja. Oh Gott, was kommt jetzt? Das erinnert mich sehr an dich. Also ich habe eine sehr große Verbindung damit zu dir. Genau, ich tue es mir immer in die Hand. Das ist so Tasse, ist ja irgendein Spruch drauf oder so, ne? Ist da ein Bild von mir drauf? Nein, kannst du drauf gucken. Was für ne? Es gibt so ein schönes Foto von Leni. Ah, Junge! Da war sie, glaube ich, 6 oder 7, wo sie ein T-Shirt hatte von meinem Onkel gemacht, extra wo so nö drauf stand, weil ihr Lieblingswort war damals früher immer nö. Und sie liebt Katzen so sehr, dass es eine Katze sein musste mit einem Mittelfinger. Ja, sie jeden Tag anguckt. Danke! Danke! Das dann möchte sie jeden Tag trinken. Danke. Aber ist schon süß, oder? Richtig süß. Ich glaube, das war's, oder? Oh Mann, ey. Ich könnte noch 2, 3 mehr machen können. War ganz cute. Otto, gib mal mehr Tasks nächstes Mal. Ja, nächstes Mal mehr Tasks. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Checkt auf jeden Fall Otto aus, denn die haben auf jeden Fall super, super viel. Wirklich, ich habe gerade gesehen, von Elektro bis Pastapresse bis Tassen, einfach alles. Checkt sehr, sehr gerne aus. Und genau, wir werden uns dann beim nächsten Mal sehen, wenn ihr unser ASMR hört. Hallo, meine Damen und Herren. Oder unser Pie Face. Ja. Oder unsere Pasta. Guckt auf unserem Insta vorbei. Und auf unserem, wenn ihr sicher passen wollt, TikTok. Genau. Ich fand's cool. Ich hätte dich genau gesagt. Wir sind wie Schwester. Verhext. Oh. Was ist das so für ein Herz? Also. Cool. Dankeschön, dass du dabei warst. Gerne. Ich würde das mal fast einen Check. Komm, jetzt richtig. Danke! Wir machen jetzt deinen Handschlag. Ja, okay, jetzt machen wir aber wie Bros so. Bitte. Okay. Oh. Schaff mal jetzt. Es muss klatschen. Mach doch mal mit Schwung. Es muss richtig machen. Aber du bist ja so. Ja, dann mach doch. Ah. Ja, und dann so. Ja. Ah. Du musst sagen, ich war ja. Ich hab mich gerade kurz umgedreht. Da gibt's gerade was umgebracht. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fühlt euch alle geknutscht. Bis dann. Ciao.